neuer Tag beginnt und heute radle ich am Oberlauf der Rhone entlang, am Rhone-Radweg, die Rhone einmal abwärts entlang des Fernradwegs Nummer 1. Das ist im Prinzip auch die einzige Möglichkeit, um von hier weiter nach Westen zu kommen. Es ist ein sehr schön gelegenes Tal. Zunächst geht es recht mäßig steil bergab. Am Anfang ist das Tal noch wild und einsam. Dann folgen im mittleren Teil kleinere Städtchen. Brieg mit dem Simplonpass und dem Aletsch-Gletschergebiet. Sierre, Sion. Und zum Schluss wird der Fluss weit und immer breiter, das Tal breit. Es weitet sich bis nach Martigny, der Endstation meiner heutigen Etappe. Das dürften so etwa 130 Kilometer sein. Wenn ich es bis dahin nicht schaffe, dann suche ich mir einfach vorher irgendwo einen Campingplatz entlang der Strecke. Das Wetter soll bewölkt sein, heute Nachmittag Gewitter. Man weiß nie, wo die sich entwickeln. Wir werden sehen. Das Schöne ist, nach diesen beiden Monster-Etappen gestern mit den vier Pässen in zwei Tagen, verspricht das heute ein bisschen mehr Kultur zu werden. Ein paar Städtchen liegen am Wegesrand, keine Pässe. Das ist hoffentlich dann auch easy going. Ich freue mich. Also das Camp erstreckt sich ja über Kilometer. Ich habe nochmal gelesen, 30.000 Pfadfinder sind da. Ja, die bevölkern hier das ganze Tal. Das ist mehr als alle Orte hier in dem Tal zusammen an Einwohnern haben. Nicht schlecht. Wahrscheinlich alles selber gebaut, zusammengezimmert. Der Radweg führt hier sandwellig an der Rhone entlang. Es ist immer noch ziemlich kalt. Ich habe erstmal wieder meine Jacke angezogen und hoffe, dass die Sonne doch bald rauskommt. Hier wird die Rhone von Mal zu Mal breiter. Das als Bach begonnen hat, wird jetzt hier schon zum kleinen Fluss. Nun ist die Sonne endlich rausgekommen und ich glaube, das wird jetzt sehr schnell sehr warm. Es ist alles sehr, sehr ländlich und ziemlich einsam. Außer, dass da ein paar Leute knallen, wahrscheinlich irgendwelche Jäger oder sonstige Geschütze. Also zum Schnellfahren und zum Kilometerfressen ist dieser Rhone-Radweg wirklich nicht geeignet. Erstens geht es schon mal ziemlich steil bergauf und bergab zwischendurch. Und zweitens ist die Wegbeschaffenheit manchmal so, dass man aufpassen muss, dass man nicht mit Gepäck in ein Schlagloch gerät oder über einen spitzen großen Stein. Wie gesagt, dafür verkehrsfrei. Diese Steigung hätte ich in diesem Radweg nicht vermutet. Man sieht, wie auf der anderen Talseite die Nationalstraße so schön stetig leicht bergab geht und so wenig Verkehr. Da wird man schon ein bisschen neidisch. So, jetzt kriechen hier die Wolken aus dem Tal, aus dem Wallis. Das heißt, man ist hier noch ziemlich weit oben. So, und diesem hübschen Ort Arnen nehme ich jetzt nicht mehr den Rhone-Radweg, sondern fahre jetzt mal die Straße Richtung Brieg, weil der Rhone-Radweg gleich wieder in den Geröllweg übergeht.
Rhonetal ist hier immer noch erstaunlich eng und deshalb auch wieder Fluss und Straße und Bahn auf engstem Raum nebeneinander. So, die letzten Örtchen haben sich alle um den Aletschgletscher gedreht. Aletschgletscher, Aletschgebiet. Und jetzt bin ich in Natas angekommen, gegenüber von Brig. Und da ist die Rhone doch schon deutlich breiter, alles schon ein bisschen industrieller hier. Ja, dieses obere Rhonetal war wirklich wild und ich glaube, jetzt weitet sich das Tal etwas. Vielleicht ist der Radweg dann auch wieder eine Alternative. So hatte ich mir das erhofft. Hier ist das Tal breiter und da geht dann ein asphaltierter Radweg am Fluss entlang. Und außer der Bahn, die unten im Tal entlang führt, Richtung Lausanne, gibt es hier oben noch so eine, ja, die den Berg hochschraubt. Ich kann mir mal vorstellen, dass es so eine Autoverladung ist, die dann irgendwie durch den Tunnel nach Norden geht. Das hier ist Fahrradfahren at its best. Leicht bergab, schöne Landschaft, toll. So, die nächste Brücke hinter Fis. Und da ist die Rhone schon richtig breit. Und das Ganze sieht auch schon wieder sehr zivilisiert aus mit, ja, mit Schnellverkehrsverbindungen. Tja, jetzt bin ich auf der Suche nach dem Radweg auf eine im Bau befindliche Autobahn geraten. Das wäre natürlich auch mal sehr heiß, diesen Weg zu nehmen, aber ich fürchte, hört irgendwann auf. Reizen würde das ja schon, so ein paar Meter Autobahn zu fahren. Hier hat sich der Fluss nun beruhigt und ich glaube, da hinten ist auch möglicherweise der Radweg. Inzwischen bin ich in Leuk angekommen oder unterhalb von Leuk, was da ganz pittoresk auf dem Berg liegt. Aber ich muss sagen, das ganze, die Strecke, die zieht sich schon. Obwohl es bergab geht, ist das jetzt eingetreten, was ich befürchtet habe, nämlich der Gegenwind, der durch das Wallistal hier, das Rhonetal von West nach Ost weht und gar nicht zu knapp. Ja, das, sag ich mal, macht den Vorteil des sanften Bergabfahrens wieder weg oder überkompensiert ihn sogar. Und es ist schon sehr interessant, wie sich innerhalb eines Tages die Landschaft wandelt. Von dem so wilden Oberlauf der Rhone bis hier in das breite Tal im Wallis, wo es sogar Weinberge gibt. Das war jetzt ein sehr langes, sehr gut asphaltiertes, verkehrsfreies Stück zwischen Sieders, also Sierre und Sion. Und da sieht man jetzt Sion mit diesen beiden charakteristischen Hügeln oder mit den Burgen. Und hier vorne, das ist eine Apfelplantage. Ja, das Wallis, das ist schon sonnenverwöhnt. Was mir noch auffällt, ist, dass die Fließgeschwindigkeit des Wassers sehr hoch ist. Also ich fahre jetzt in langsamem, gemütlichem Tempo und da bin ich ziemlich genauso schnell wie die Rhone, der Fluss. Hier auch wieder zwei völlig unterschiedliche Wasserfarben. Hier in Sion wird das Tal urplötzlich wieder enger. Es treten Felsen ganz nah an den Fluss heran. Und auf dieser Seite Weinberge. Und auf der anderen Seite ist das ist Wald bis nach unten. Ja, ein paar Weinberge auch. Aber es ist schon krass, was das für ein Unterschied ist, ob ein Hang nach Norden oder nach Süden ausgerichtet ist. Vegetation ist völlig unterschiedlich. Und hier sind die
beiden Burgen. Aber aus Zeitgründen spare ich mir, da hochzufahren. Obwohl es sicherlich reizvoll wäre, die Stadt mal von oben anzugucken. Also an Seen mangelt es den Leuten hier wirklich nicht. Auch wieder wunderschön, auch wieder ganz anderes Wasser als die Rhone. Sehr seltsam. Cool, wollte immer schon mal unter einem Strommast durchfahren. Ich erinnere mich hier irgendwie an Südtirol. Äpfel, Birnen und Wein und Gegenwind. Ja, ich bin jetzt doch platt, obwohl es flache Strecke ist, aber der Gegenwind macht einem echt zu schaffen. Man wird ja auch nicht jünger. Schöne Landschaft, ganz, ganz wenig los nur. Und jetzt sind wir auch schon 115 Kilometer auf dem Tacho. 15 müssen es noch und dann reicht es auch. Also dieser Sturm, das ist doch nicht mehr normal. Wahrscheinlich Fallwinde oder so aus dem Gebirge da hinten. Das ist stürmt dermaßen. Und hier scheint ein Festival oder sowas zu sein. Alles Volk ist auf den Beinen, es hat Pool gespielt, Cafés sind gut besetzt. So, geschafft. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bei so einem Sturm ein Zelt aufgebaut. Das flog durch die Gegend und Campingstühle und Campingtische auch. Aber es steht. Nicht hübsch, aber es